So, ich bin's wieder, euer Jizzy. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man schnell eine Font bastelt. Ja, einen kleinen Trick, also kleines Font-Bastel-Tutorial sozusagen. Also werden wir jetzt einfach mal anfangen. Also dazu haben wir hier eine schöne Passform, Grundlage, Rohling. Ja. Und ja, fangen wir doch mal an. So. Das ist jetzt zum Beispiel eine HD-Ready-Auflösung, ja, dieses Bild hier, das rechte, ist 1280x720. Da ich vorhabe, ein Intro in dieser Auflösung zu basteln, gucke ich erstmal, wie groß ein Buchstabe jetzt eigentlich sein muss, damit es für meine Bedürfnisse praktisch passt, sozusagen. Das gleiche macht ihr auch. Genauso, also ihr macht euch ein Fenster auf in eurer Auflösung, dann ladet ihr eine Font und guckt erstmal, wie groß muss denn diese Font eigentlich sein, um dass sie für euer Intro ja ausreichend ist. Ja. So, da haben wir jetzt praktisch so eine Buchstaben. Ich guck gerade mal, ob mir das reicht. Ja, das ist genau die richtige Größe, wo ich denke, das ist in Ordnung für mich. So. Dann. Legen wir los. Jetzt habe ich einen Buchstaben gemacht. Jetzt hier mal das O. Ja. So groß stelle ich mir die Font sozusagen vor. Ja. Da bediene ich mich eines Hilfsmittels in Form eines. Naja, ein Kreis sollte es nicht werden. Moment. Das sollte doch ein Rechteck sein. Ach ja, genau, hier haben wir noch die Runden. Ja, cool, guck mal, ihr könnt da Rechtecke machen. Die sind dann abgerundet. Dann könnt ihr noch die Abrundungsstärke sozusagen hier auswählen. Ja, toll, ne? Habt da wieder was dazugelernt. Ja. Aber zurück zum Thema. So, jetzt haben wir unseren Buchstaben. Buchstaben. Und jetzt werden wir praktisch hier keine Rundung machen, sondern hier einfach nur ein Viereck ziehen. Ja, dazu mache ich das Anti-Aliasing aus. Ja, Anti-Aliasing heißt, dann ist das hier so, ist ja auch egal jetzt. Bei Abrundung wird es dann halt Anti-Aliasite oder wie das oder wie das heißt. So, gut, dann zurück zum Thema, zurück zum Thema. Wir haben jetzt also hier ein Viereck. Dieses ziehen wir jetzt genauso, wie wir es haben wollen, ja. Zack. Zack. So groß wird unsere Font später sein. Ja. Ich mag aber ehrlich gesagt nicht so eine breiten Fonts. Deswegen. Das war jetzt. Das müssen wir nochmal machen. Deswegen mache ich das ganz anders. Ich nehme die gleichen Maße, aber tu das einfach drehen. So, jetzt sind wir schon fertig. Ja, Rechtsklick zuweisen. Ja, den Buchstaben können wir löschen. Weg damit. Jetzt drehen wir praktisch unser Objekt mal. So, jetzt haben wir praktisch hier ja, unser Maß, unsere Größe vom Buchstabe. So groß soll er nachher im Intro dargestellt werden. Jetzt kopieren wir das Ganze und machen es ein bisschen dunkler. Ich mache das einfach mal. Ja, so. Und das kommt jetzt praktisch hier ran. Ja. Jetzt schauen wir mal. Wir haben sechs Zeilen, a 10 Buchstaben. Ja. Deswegen machen wir jetzt hier einfach eine Kopie, dass wir das 10 Mal haben. Jetzt brauchen wir nur noch sechs Zeilen. So, das nimmt doch schon Gestalt an. Jetzt kopieren wir das.
So, und schon haben wir 6 Zeilen sozusagen. So, jetzt passt das, ja? Könnt ihr nachzählen? Ja, 5, 10, 5, 10. So. Und 6 Zeilen. Jetzt tun wir das ganze Ding hier, das ist unser Hilfsmittel sozusagen, unser Hintergrund. Tun wir noch zu einem Objekt kombinieren, das wir später löschen können, ja, wenn wir fertig sind. Ja, jetzt fange ich einfach an zu pixeln.
So, wie ihr seht, ist das Ganze auch schon ganz ansehnlich. Was auch wichtig ist, was ihr wissen müsst, macht euch unbedingt Musik an. Nichts ist wichtiger als eure Lieblingsmusik, wenn ihr das hier macht, ja. Es soll Spaß machen und vor allen Dingen cool ist, wenn ihr dann fertig seid und eure Font dann endlich im Intro-Manic genießen dürft. Ich drücke jetzt erstmal auf Pause. Denkt dran, ihr könnt aus fast jedem Buchstaben, den ihr so am Anfang macht, einen anderen Buchstaben machen. Einfach ein bisschen rumprobieren. Dabei wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, jetzt habt ihr das erstmal so gesehen, wie das geht. Ja. Viel Spaß, ich drücke jetzt Pause und ja, wenn ich dann fertig bin, dann geht's weiter. Alles klar, bis gleich. So, jetzt sind wir durch, soweit reicht das erstmal. So, und jetzt machen wir Folgendes, jetzt maskieren wir das einfach. Ich überlege gerade mal was. Ja, wir machen jetzt einfach mal eine Farbmaske. Ja, dazu nehmen wir einfach die Farbe Weiß. Dann tut ja automatisch hier alles an, also anmaskieren, ihr seht das schon. Dann nehmen wir noch eine Rechteckmaske dazu. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man eine Farbmaske machen kann und dabei Shift gedrückt hält. Nee. Gut, dann machen wir das anders. Wir nehmen also den Zauberstab und machen einfach erstmal Minus. Nee, pass mal auf, das ist zu umständlich. Weil ich überlege gerade, weil hier gerade die Ränder sind, wir machen zuerst die Farbmaske. Ja, genau so in der Reihenfolge. Also wir machen eine weiße Farbmaske, das ist ja erstmal klar. Dann schneiden wir das Ganze aus. Ja, jetzt ist es weg. Jetzt fügen wir es wieder ein und machen jetzt erstmal einen Alpha-Schatten. Der darf nur 3 Pixel sein. 2. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Unten darf er, an der Seite darf er 3 sein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das alles hinhaut. Unten darf er 2 sein, an der Seite darf er 3 sein. Okay. So, dann drehen wir das ganze Spiel hier mal ein bisschen rum. Dann. So, jetzt. Jetzt hat er an der Seite 3 und unten hat er 2. Jetzt machen wir noch das ein bisschen weniger, damit es alpha-mäßig ist. Drücken auf OK. Jetzt hat er praktisch hier am Rand diese 3 Pixel, die ihr seht, 1, 2, 3, hat er als Schatten gemacht. Das könnt ihr prüfen, indem ihr einfach hier guckt. Hier ist 0, ja, und ihr habt da den anderen Schatten. Was mir aber gerade einfällt, was wichtig ist bei Alpha-Schatten, ihr müsst die Farbe nicht 0 nehmen, also nicht schwarz nehmen, sondern ein bisschen höher, also in dem Fall 3. So, dann drücken wir mal auf OK. Jetzt. Meine Damen und Herren, gucken wir unten auch noch, ob das alles geklappt hat. Ja, hat auch geklappt. So, dann können wir das jetzt ausschneiden. Bearbeiten das, Quatsch, fügen das als neu ein. Ja. So, jetzt gucken wir noch schnell, wie viel Pixel unsere Buchstaben haben. Das ist ganz einfach. Schneidet einfach so ein Quadrat aus. Gibt es neu, dann guckt er hier einfach bei Dokumenteneigenschaften. 14 mal 21 Breite, Höhe, ja, 14 mal 21 hat das Ganze. 14 mal 21. Exportieren in Fonts.
So, das war's auch schon. Jetzt gucken wir einfach mal, ob das geklappt hat hier. Ja, prima. Hat geklappt. Hier ist unsere Testfont. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin. Tschüss. Viel Spaß beim Fontpixeln.